Ilka Semmler ist heute bei uns. Ilka, schön, dass du bei uns vorbeigeguckt hast, trotz der sportlichen Misere derzeit. Deswegen erstmal kurz vorab habe ich für dich was mitgebracht. Dunkle oder helle Schokolade? Ah, dunkle. Ja. Ist gesünder. Ja, die kannst du gerne essen beim Interview. Danke. Ilka, ja, unerfreulich ist es für euch in Berlin gelaufen. Erzähl mal. Ja, war natürlich der Worst Case, muss man so sagen. Als Nummer 1 im Turnier gesetzt, den Pool als Nummer 1 gesetzt und dann das erste Spiel gegen den vierten verloren und das zweite Spiel gegen den Gruppendritten auch verloren. Und somit war es für uns, dadurch, dass die anderen auch schlecht gespielt haben für uns, dann schon nicht mehr möglich, überhaupt aus dem Pool zu kommen. Und somit dann ein 25. Platz, also der letzte Platz im Turnier zu belegen, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Ja, unglücklich, besonders weil es in Berlin ist, in eurer Heimatstadt. Jetzt war es leider nicht das erste Turnier, in dem ihr so abgeschnitten habt. In Moskau seid ihr, ist euch das Gleiche leider fahren. Davor EM war Katrin wohl krank gewesen, was auch immer. Kann man es damit so ein bisschen entschuldigen? Braucht sie noch so ein bisschen Zeit, oder? Also für die EM ist es auf jeden Fall eine Entschuldigung in Anführungsstrichen. Also sie ist da mit definitiv nicht 100% Leistungsfähigkeit an den Start gegangen. Wir haben da einen 9. Platz gemacht, was sicherlich auch nicht das ist, was wir uns vorgenommen haben, aber auch kein Weltuntergang gemessen an dem, was wir gespielt haben. Wir haben letztendlich gegen die Europameister sind wir ausgeschieden aus dem Turnier. Das relativiert vielleicht auch noch so ein kleines bisschen. Moskau und Berlin betreffend hat das mit körperlichen Gebrechen oder wie auch immer dann auch gar nichts mehr zu tun gehabt. Also es war eine Magen-Darm-Geschichte, das kennt jeder selber. Das dauert dann halt mal eine Woche oder anderthalb, aber das ist dann auch wieder okay. Und dementsprechend sind wir eigentlich körperlich voll fit nach Moskau und auch körperlich fit nach Berlin gereist. Ja, und dann kam es so, wie es nicht kommen sollte. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, dass ihr danach natürlich total down wart. Viele Gespräche geführt habt. Wie kommt man aus so einer Situation raus? Ja, das ist auch die Frage, die wir uns im Moment stellen. Also es ist keine leichte Situation. Für uns im Team, so eine Situation haben wir selten erlebt in unserer gemeinsamen Karriere. Und wenn wir sie erlebt haben, dann ist es schon relativ lange her. Es gibt viele Baustellen anscheinend, die vielleicht spielerisch sind, aber auch mental. Also da ist es schwer, gerade für uns auch hundertprozentig eine Aussage zu treffen. Es liegt definitiv an dem. Also wir sind da selber in einem Findungsprozess und es wird natürlich auch nicht einfacher, je länger man schlechter spielt. Und es wird einfach umso wichtiger werden, diesen Kreislauf oder diese Spirale, wie man es nennen mag, zu durchbrechen und wieder zu alten Stärken zurückzufinden. Alte Stärken sind gut. Letztes Jahr hattet ihr eine tolle Saison mit vielen Treppchenplatzierungen. In diesem Jahr 17. 25-25, einen zweiten bei den Open in Prag. Erklär mal, wie wichtig so ein Trainerteam ist. Vor der Saison oder nach der Saison letztes Jahr sind euch die Balltrainer weggebrochen. Andi und Flocki haben aufgehört. Euer Psychotrainer, wie man Psycho hört sich immer so komisch an. Lothar Linz hat aufgehört. Wie wichtig ist so ein Team dahinter? Sehr wichtig. Also wir haben davon jahrelang gelebt, dass wir einen großen Trainerstab hatten. Wir haben uns in diversen Bereichen sehr spezifisch aufgestellt, also wirklich halt mit verschiedenen Balltrainern gearbeitet, mit einem speziellen Athletiktrainer, mit einem speziellen Psychologen, also dass jeder so seinen Bereich hat, den er abdeckt und nicht ein Trainer für alles verantwortlich ist, weil das ist auch schwierig. Und ich denke, das hat unser Team auch immer ausgemacht, dass wir uns da sehr professionell aufgestellt haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dieses Team hatte mit kleinen Veränderungen Bestand um die 8 Jahre, also sehr lange. Und da ist es auch nicht verwerflich, wenn Trainer sich dann anderweitig umschauen und sagen, sie möchten sich auch verändern. Das war jetzt in dem Fall bei Andi so, dass er ja trotzdem noch in unserem Team ist, aber diese Balltraineraufgaben nicht mehr übernimmt, weil wir uns da auch geeinigt haben, dass es vielleicht nochmal an der Zeit ist, neue Reize zu setzen mit einem anderen Trainer, einem anderen Balltrainer. Und der Verlust von Flocki und Lothar, der ging jetzt nicht so richtig auf unsere Kappe. Also die haben sich halt einfach gegen unser Team entschieden und sind zur Konkurrenz gegangen oder abgeworben worden, wie auch immer. Da ist natürlich für uns ein Verlust. Wir haben auch uns dagegen entschieden, erstmal uns Ersatz zu suchen auf der Ebene des Mentaltrainers, weil
wir halt sehr lange mit Lothar zusammengearbeitet haben und es auch schwierig ist, jemanden wieder neu in so ein Team zu integrieren und wir uns gedacht haben, okay, wir haben viele Jahre viel Erfahrung gesammelt, wir probieren es erstmal so und ja, auch einem neuen Balltrainer muss man halt die Chance geben. Wir haben uns für Thilo entschieden und haben eine sehr gute Vorbereitung gemacht, daran lag es jetzt nicht. Und, aber nichtsdestotrotz sind wahrscheinlich auch spielphilosophische Änderungen so ein bisschen. Und er hat eine andere Art zu trainieren als Andi jetzt. Und ja, das sind natürlich kleine Schrauben, an denen gedreht wurde, die sicherlich uns im Team auch verändern, aber ohne Wertung jetzt, also zu sagen, das war schlecht oder wie auch immer. Also ich glaube trotzdem, dass wir, obwohl wir ein kleineres Team haben, ein gutes Team im Rücken haben, auf jeden Fall. Lass uns nochmal auf den Psychologen Lothar Linz eingehen. Was hätte der euch geraten in so einer Situation? Was macht so ein Trainer mit euch, damit die Leute auch mal verstehen, was für einen Job der eigentlich hat? Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, was er genau in dieser Situation gemacht hätte, weil, wie ich eben schon meinte, diese Situation ist für uns jetzt auch gerade neu und haben wir so eher mal noch nicht erlebt. Hätte er sich vielleicht vermeiden können? Das ist jetzt hypothetisch, also das kann ich nicht beantworten. Aber was macht ein Mentaltrainer in so einer Situation? Also er versucht natürlich das Problem im Team zu lösen, also erstmal an den Baustellen zu gucken, in der teaminternen Kommunikation zwischen den beiden Spielern, ob da alles in Ordnung ist, wie es ist mit der Kommunikation zwischen Trainer und Team, aber auch geht halt auch auf die Probleme ein, die jeder einzelne Spieler vielleicht gerade mit sich rumträgt. Also es geht halt viel darum, Gespräche zu führen, Probleme zu analysieren, vielleicht auch über Gespräche erstmal festzustellen, was vielleicht das Problem sein könnte und Lösungsansätze zu finden. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Du hast gerade über neue Reize gesprochen. Jetzt spielen du und Katrin schon seit 2006 zusammen. Wär's da irgendwann mal Zeit, noch einen neuen Reiz zu setzen oder ist für dich klar, wenn das dann nicht mehr passt, dass für dich dann auch die Karriere mehr oder weniger nahe gegangen wird? Du meinst jetzt im Team? Genau. Also ich sag mal so, ich werde auch nicht jünger. wenn man sich jetzt entscheiden würde, nicht mehr zusammen in einem Team zu spielen, dann weiß ich auch nicht, ob ich mich unbedingt nochmal nach was Neuem umsehen würde. Also das sind jetzt auch so Dinge, mit denen beschäftigt man sich in der Regel am Ende einer Saison und das haben wir letztes Jahr getan und da war für uns beide klar, wir möchten zusammen weiterspielen, auf jeden Fall. Und somit ist das Thema jetzt auch erstmal wieder in den Hintergrund gerückt und am Ende dieser Saison werde ich mich dann wieder damit beschäftigen, was möchte ich, was möchte Katrin, was wollen wir zusammen und ja. Dann werden wir sehen. Aber nur um das nochmal festzuhalten, zwischen euch im Team stimmt es immer noch. Ja, also ich denke, alle, die unsere Spiele hier gesehen haben, würden es auch bestätigen. Also wir haben nicht auf dem Feld gestanden und nicht als Team agiert. Also das war uns auch ganz wichtig, dass da im Team alles gut ist, dass wir versuchen, im Team die Spiele zu gewinnen, auch eine gewisse Freude zu entwickeln, Teamgeist zu entwickeln. Und wir haben uns wirklich in der Hinsicht sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass es dann sportlich hinten raus nicht das Ergebnis bringt, was wir wollten. Ist natürlich das andere, aber zwischenmenschlich oder vom Team-Spirit her war es uns sehr wichtig, da auch zu zeigen, dass alles gut ist und dass wir uns da auf einem guten Weg befinden. Ja, ja, ich kann es nur bestätigen, also von außen wirkt es halt wirklich so, als wäre es eine Kopfsache. Einfach bei euch eine Blockade oder was auch immer. Also ich habe ja schon viele Spiele von euch gesehen über die Jahre. Am Sportlichen liegt es nicht und da hoffe ich, dass ihr bald da rauskommt und die Mittel findet, Lösungsansätze und dann hoffentlich wieder sportlich erfolgreich seid. Schön, dass du da warst, schön, dass du dich gestellt hast und alles Gute. Dankeschön.